Hallo zusammen, hier eine kleine Aufstellung von meinem Navigationssetup. Wir haben einen selbstgedruckten Controller mit hoch runter, links rechts und die DMD2 Mod. Drive Mod ist über den Controller steuerbar. Ich kann hier rein und raus zoomen. Kann umschalten, kann das Roadbook damit steuern, oder durch die verschiedenen Screens schalten. Zum Setup selber. Wie gesagt, der Controller ist selber gebaut. Das Tablet ist ein Okitel RT3. Das Ganze wird dauerhaft mit Strom betrieben, bekommt hier unten aktuell über einen Zigarettenanzünder Strom. Das wird nochmal geändert. Ich hatte das auf der ersten Bosnia Rally mit dem Zigarettenanzünder. Da hat sich dann öfters mal der Adapter gelöst, beziehungsweise nach dem ersten starken Regen fing die Steckdose an zu rosten. Bei der zweiten Variante hatte ich eine USB-Steckdose verbaut. Die hat leider auch den Regen nicht überstanden. Ich werde jetzt dazu übergehen, das Kabel hier abschneiden. Das Ganze bekommt einen 5 Volt Festspannungsregler und der wird dann über Zündplus mit verbunden. Das gleiche für die Fernsteuerung von dem Tablet. So, hier oben sieht man gerade, es wird mit 800 mA geladen. Hier, das ist ein Kabel, das haben wir uns gekauft, da haben wir uns einen Adapter gebaut, damit hier die Steckdose dicht ist. Der Halter ist von Holder 2.0, der ist jetzt gerade nicht verriegelt, deshalb kann ich es sogar einfach rausziehen. Sieht so aus. Man kann das ganze Ding verriegeln, so, und dann lässt er sich nicht mehr öffnen. Und so geht er dann wieder auf. Das Ganze ist Bosnia Rally erprobt. Das Tablet ist nicht einmal rausgesprungen während der Fahrt. Das hält sehr, sehr sicher da drin, weil es weder nach rechts noch links weg kann. Und jede Vibration oder sowas wird absorbiert. Das Tablet war jetzt dreimal in Bosnien, in Andalusien und was weiß ich nicht, wo wir noch überall waren, hat nie irgendwelche Ausfälle gehabt. Wenn man konstant bei 30, 35 Grad unterwegs ist, hat ein Kollege das Problem, dass irgendwann die Temperatur so hoch ist, dass es nicht mehr lädt, weil der Akku zu warm ist. Ich habe ein relativ kleines Windschild drauf. Damit kommt immer noch genug Wind drauf, dass das Ganze gehalten wird. Kann man noch gucken hier. Jo, so viel zu dem Tablet.